Das hier ist das ultimative Brokkoli-Pimping-Video. Wie wird Brokkoli zum Superfood? Das ist Brokkoli Nummer 3 von mir und heute geht es um die Praxis und die Frage, wie muss man Brokkoli zubereiten, dass er möglichst gesund für uns ist. Nochmal eine kleine Wiederholung. Brokkoli ist so gesund für uns, weil er einen Stoff enthält, Sulforaphan. Und der bildet sich aber erst, wenn der Brokkoli entweder klein geschnitten wird oder gekaut wird, denn dann kommt nämlich der Vorläufer von Sulforaphan, nämlich Leucorrhaphanin, der kommt dann in Kontakt mit einem Enzym. Und dann entsteht Sulforaphan und das ist eigentlich ein Fraßschutzmittel. Das haben wir im letzten Video gelernt und für uns ist nicht gefährlich, sondern seltsamerweise für uns super gesund. Ja, und wenn Sulforaphan entsteht, wenn man Brokkoli kaut, dann müsste das ja eigentlich heißen, dass das immer passiert, denn wir kauen Brokkoli auch immer. Ja, oder wir tun ihn in den Mixer und trinken ihn vielleicht, aber auch dann, ja, kommt ja dieses Enzym in Kontakt mit dem Vorläufer, mit dem Glucosinolat, mit Leucorrhaphanin. Aber jetzt gibt es nämlich ein Problem, und zwar dieses Enzym, die Myrosinase, die ist nicht hitzestabil. Das heißt, wenn Brokkoli gekocht wird oder auch zu heiß gedämpft wird, wird dieses Enzym deaktiviert und wenn wir der Brokkoli danach kauen oder danach kleinschneiden, dann passiert gar nichts. Dann entsteht kein Sulforaphan. Hier siehst du nochmal eine Übersicht, wo das Ganze aufgezeigt wird. Und was hier interessant ist, ist, dass eben nur das Enzym hitzeempfindlich ist, aber sowohl der Vorläufer, Leucorrhaphanin, wie auch das Endprodukt, das wir wollen, Sulforaphan, das, was so gesund für unseren Körper ist, die sind beide hitzestabil. Und daraus schließen wir jetzt folgende Möglichkeiten, wie wir Brokkoli am besten zubereiten. Biohack Nummer 1. Chop and hold. Wir schneiden den rohen Brokkoli in kleine Stücke und dann kommt das Enzym in Kontakt mit dem Glucosinolat und dann warten wir 45 Minuten und in dieser Zeit entsteht Sulforaphan. Und wenn wir dann den klein geschnittenen Brokkoli dämpfen oder kochen, dann ist das Sulforaphan hitzestabil und wir haben dieses Superfood. Und was ist jetzt, wenn der Brokkoli schon gekocht wurde? Ist dann alles verloren? Das Enzym ist tot, da geht nichts mehr? Biohack Nummer 2. Cook and pimp. Ja, der Vorläufer Leucorrhaphanin, der ist noch in dem gekochten Brokkoli vorhanden. Und alles, was wir jetzt machen müssen, ist Nahrungsmittel hinzufügen, die noch dieses Enzym haben. Die Myrosinase. Zum Beispiel Senfkörner bzw. Senfmehl oder Brokkolisprossen. Oder Meerrettich oder Wasabi. Ein kleiner Kniff, um aus dem ganz normalen gekochten Brokkoli unseren Superfood-Brokkoli zu machen. Oft denkt man ja, naja, Tiefkühlgemüse, da sind noch super viele Vitamine enthalten, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Aber was Enzyme betrifft, die sind leider bei Tiefkühlgemüse deaktiviert. Denn generell wird Tiefkühlgemüse immer vorher nochmal blanchiert, also kurzzeitig hoch erhitzt. Und damit eben keine Enzymaktivität mehr. Aber genauso wie bei gekochten Brokkoli können wir einfach die Myrosinase im Nachhinein noch hinzufügen. Also Lebensmittel, die ganz intensiv auch scharf sind und genau deshalb auch dieses Enzym enthalten. Und deshalb, man braucht nicht viel davon, so ein halber Teelöffel voll mit Senfmehl oder ein Esslöffel voller Brokkolisprossen, das reicht schon aus für eine normale große Portion an Brokkoli. So viel zu den normalen Methoden, wie man seinen Standard-Brokkoli sulforaphanmäßig pimpen kann. Biohack Nummer 3. Grow your sprouts. Aber ihr habt ja schon im letzten Video auch gehört, Brokkolisprossen, die sind nochmal um bis zu 100 Mal reicher an Sulforaphan. Das heißt, wer motiviert ist, der zieht sich seine eigenen Brokkolisprossen. Und die kann man einfach natürlich roh konsumieren, kauen, dadurch kommt sie mit dem Enzym in Kontakt und wir haben eine riesengroße Menge an Sulforaphan. Superhack! Broccoli Hot Tub. Wir nehmen rohen Brokkoli und geben ihn in 60 Grad warmes Wasser für 10 Minuten. Und was dann passiert, ist folgendes.
Die 60 Grad, die stören das Enzym, die Myrosinase, nämlich nicht. Das ist noch nicht heiß genug, um es zu deaktivieren. Aber ein anderer Stoff, der neben dem Sulforaphan gebildet wird, und zwar ist das Sulforaphan-Nitril. Und diesen Nitril, da kann unser Körper nichts anfangen. Das brauchen wir nicht, das wollen wir auch gar nicht. Und wenn das Wasser bei 60 Grad warm ist, dann entsteht dieser Stoff nicht. Dann wird dieses Nitril gar nicht gebildet. Und es wird umso mehr von dem Glucuraphanin, wird umso mehr in Sulforaphan für uns, ja, verfügbares Sulforaphan, umgewandelt. Und dann haben wir einen echten Superfood-Brokkoli mit bis zu 3,5 mal mehr Sulforaphan. Superhack Deluxe Sprout Hot Tub. Und das ist der Tipp für alle Biohacker unter euch. Auch die Brokkolisprossen, auch bei denen entsteht Sulforaphan-Nitril aus dem Glucuraphanin, aber nicht, wenn wir Brokkolisprossen für 10 Minuten bei, Achtung, 70 Grad warmem Wasser, also nochmal 10 Grad wärmer Wasser legen, und dann haben wir nicht nur diesen um bis zu 100-fach erhöhten Sulforaphangehalt im Vergleich zu normalen Brokkoli, sondern wir steigern das auch nochmal um den Faktor 3,5. Und das kann man ganz einfach machen mit einem, ja, ich habe für mein Wasser ein Thermometer, das man sonst für das Braten verwendet, und den kann man genau einstellen auf die Temperatur und ja, weiß dann genau, wann das Wasser 60 oder 70 Grad hat. Das war's, das ultimative Brokkoli-Pimping-Video, und ich hoffe, du hast was gelernt. Wenn du willst, dass deine Freunde auch was lernen und noch gesünder leben können, dann freue ich mich, wenn du das Video teilst. Und mich würde jetzt interessieren, welche von den Methoden macht für dich Sinn und welche Methode würdest du jetzt ausprobieren, um dein Brokkoli sulforaphanmäßig zu pimpen? Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du wieder einschaltest, und um das nächste Video nicht zu verpassen, connecte dich gern über Facebook oder über meinen YouTube-Kanal, und dann freue ich mich aufs Wiedersehen. Ich sage, stay healthy, stay punk.